So, herzlich willkommen beim weiteren Let's Play bei Diablo 3. Ja, dabei sind heute Chrissy und Arka, ja, aus dem Clan Hard Rock Café. Yeah, yeah. So, wir wollen heute versuchen, ein unter 4 Minuten ran auf Qual 9 zu schaffen, ein Neverland-Portal. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. So, wir starten jetzt einfach mal diesen komischen, coolen Run hier. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es auch gar nicht. Weil es schon ziemlich schwer ist, ja, überhaupt so diese 4 Minuten zu erreichen, wenn man nicht die richtigen Bosse hat. So, genug gequatscht. Jetzt wollen wir hier mal ein paar Trash-Mobs schlachten. Wie gesagt, am besten mal aufteilen. Einer läuft in die Richtung, der andere in die Richtung. Ja, genau. Wieso zusammen? Zusammen ist ja Blödsinn. Natürlich sind wir wieder in der Sackgasse reingelaufen, wie jeden Tag so. Das ist ja unsere Hauptaufgabe, Sackgassen finden. Aber wenn man Erfolg in Sackgassen kriegen würde, dann würde ich das auch noch hinkriegen. Du bist, glaube ich, der Erste da. Finde als erstes 5 Sackgassen in einem Rift. Naja, Tebe würde das hinkriegen. So. Ja, wie gesagt, wir versuchen jetzt hier gerade diesen unter 4 Minuten ran zu machen. Das heißt, einfach hier durchmetzeln und natürlich auch Goblins killen. Ich habe gerade einen Goblin gehört hier. Hier ist einer. Zack. Wollen wir gleich mal natürlich umlocken, den Penner. Was denn? Natürlich gleich mal die. Ja, es muss sein, die Kraftausdrücke, weil sonst wird es langweilig. Aber wenn ich nämlich nicht fluchen würde, ja, dann guckt mich keiner an. So. Und schon mal 3 Lecks liegen da oben. Tja, das ist natürlich, ne? Tragisch. Ja, sehr tragisch. Solange es nichts Grünes ist, kannst du es ja liegen lassen. Ich hab's ja schon, diese Quest, ja, nur halt hier unser Chrissy hat es halt noch nicht. Und deswegen wollen wir es einfach mal versuchen zu machen und zu erfolgreich zu machen, sagen wir mal so. Natürlich müssen wir uns hier. Am besten ist halt immer, wie gesagt, oh, oh, Dreierdrop, lol. Aus der Kiste hier ist das ja krass, ja. Ein Schiff. Hat die Kiste? Ja. Ja, das war eine große Goldkiste. Ja, das muss sein, das muss sein. Nur die Profis kriegen hier die tollsten Sachen. Das siehst du ja an den ganzen hochspieligen, ja, die haben alle nur geile Sachen. Oh. Also wie gesagt, man muss hier fast alles liegen lassen und einfach nur durchrennen und niederfräsen und niedermähen, was auch immer ihr da möchtet. Ja, am besten ist es noch, ihr nimmt noch am besten noch einen Timer mit, damit ihr wisst ungefähr, wo ihr gerade steht. Ja, noch kriegen. Das Blöde ist natürlich, wenn wir so Kackmaps haben wie hier, wo mal wieder keine Monster da sind, kann man das schon mal da fast knicken. Denn es sollte schon eine geile Map sein, die hier wenigstens der Kerker, ja, wäre das Beste. Da sind ja alle Mobs auf einem Haufen. Ja, da ist einer gestorben. Ja, natürlich können wir wiederbeleben. Die arme Sau. Ja, dafür habe ich noch die Zeit, ja, um noch nebenbei noch hier die Kleinen hier zu beleben. Bleib hier, du Sack. Keine Zeit, ich muss arbeiten. Keine Zeit für Schatzgoblins. Am besten ihr geht einfach hin und rennt einfach durch die Masse durch und killt einfach nur die Bosse. Das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt, weil da kriegt ihr ja auch diese coolen Kugeln, ja, wo die Zeit einfach ein bisschen reduziert wird. So. Ich gehe schon mal in die nächste Ebene und mach dann da mal weiter. Ja, natürlich wieder eine tolle Ebene. Ey, wo ist der Goblin hin? Der war gerade ein Goblin, der ist nicht rausgekommen, diese Sau. Mann, kämpf doch hier. Ey, was ist denn jetzt los? Das kämpft doch nicht mehr. Oh, 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 oh. Bin gleich tot, ja. Jetzt bin ich tot. Ja, totaler Fehl. Sterben. Sterben vor der Wind, ja, nur dadurch kann man auch diesen 4 Minuten ran schaffen. Hahaha. Durchsterben.
Natürlich habe ich jetzt meine Tischmops nicht draußen. Oh, was ist denn hier gerade los? Ach, jetzt weiß ich, warum ich gestorben bin. Hier sind nur Explosionen. Gar nicht mitgekriegt hier. So, da oben ist auch noch was. Ah, ich glaube, die 4 Minuten sind schon wieder rum. Hm. Also, wir haben es definitiv nicht geschafft, weil, wie gesagt, man bräuchte einfach am besten diesen Kerker. Das ist eine Minute haben wir noch. Eine Minute haben wir noch? Naja, dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, wieder der Sackgasse, wie immer. Wenn wir das nicht schaffen, ist es auch nicht schlimm. Probieren wir es gleich einmal, auch einmal neu, auch ein neues. Zeit haben wir genug, ja, 5 Minuten, das schaffen wir locker, in 15 Minuten schaffen wir locker 3 Runden. Wir hätten ja schon 1000 Versuche. Also ich habe es, wie gesagt, schon mal geschafft. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das Solo gemacht habe oder auch nicht. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, ich habe es sogar Solo gemacht. Also ich glaube, da ist es sogar wesentlich einfacher. Und natürlich braucht man natürlich auch dann noch die richtigen Schreine dazu. Das war natürlich hier jetzt, hier, wie wir hier sehen würden, die optimalste Map, ja, um diese scheiß 4 Minuten hinzukriegen. Aber nein, haben wir natürlich am Anfang nicht gehabt. Wir hatten natürlich wieder diesen blöden komischen Keller oder so. Oder was, Kanäle. Oder Kanäle. Eile natürlich, ist auch immer gut, ja. Vor allem, wenn man es am Schluss kriegt, ist es immer natürlich am besten, wenn man hier Eile kriegt. Weil da haben wir es natürlich ganz viel nötig, ja. So, hier oben ist auch schon der Portalwächter, dann wollen wir den mal gerne über die Birne ziehen hier. Ja. Alles einsacken hier und raus da und gucken, ob wir das schnell hinkriegen. Nicht lange rumtippern hier, raus da, habe ich gesagt. Ihr seid so Knallkerbs, ne? Ja, wenn der erste schon draußen ist. Ist er schon wieder rum. Ah, du warst zu langsam, siehst du, das war das Problem. Wärst du mal schneller rausgegangen, dann hätten wir es auch geschafft. So, jetzt kann ich aber nochmal zurück und mein ganzes Zeug einsammeln, weil geschafft haben wir es das, oder so nicht? Ja, haben wir dann gebraucht. Das steht da leider nicht drin in meinem Chat. So, die erste Runde haben wir schon mal nicht geschafft. Leider traurig, aber war. Auch eine zweite Runde. Versuchen wir es doch einfach auf ein neues. Ja, ziemlich viele Sachen habe ich noch nebenbei eingesammelt. Alles nur Müll. Das heißt, wir können alles schrotten. Neue blaue Hose. Alles Crap. Alles. Reif für den Schrottplatz. Oh, doch noch geil. Nice. Das brauche ich mal. Gut. Ja, Ark hat erst vor kurzem angefangen. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Er ist noch nicht so stark wie wir mit dem Level und so. Was hast du denn da? Was ist denn das? Neue Schuhe. Ach so, das ist Geschicklichkeit, Intelligenz. Hexendoktor. Naja, braucht kein Schwein. Ex-Doktor haben wir ja sowieso nicht. Oh, ich starte gleich mal ein neues, ja. Ich fange da schon mal an. Okay. Ihr könnt ja nachkommen, wenn ihr wollt. So. Diesmal müssen wir es aber mal schaffen, ja. Ohne zu sterben und ohne. Oh ja, hier, richtige Map natürlich. Hier kann man es versuchen zu schaffen. Wenn ich jetzt nicht sterben werde. Friedhof ist natürlich auch eine richtig geile Map, um es zu schaffen. Diese 4 Minuten. Also haut rein, Jungs und Mädels. Verteilt euch hier auf der ganzen Map. Und zerpflückt die ganzen Bosse. Ich bin ja gleich mal abnäppeln hier. Natürlich muss ich wieder einen Boss finden hier. Heilen. Oben ist auch schon ein Sternchen für mich, ja. Das kann ich jetzt leider nicht mitnehmen, weil, wie gesagt, wir wollen ja hier diese 4 Minuten schaffen. So. Ja.
Nächste hinüber. Ey, ich habe gesagt, ihr sollt nicht sterben. Wenn ihr das schaffen wollt, dann ohne sterben. Oh, hier ist noch ein grüner Ring, den nehmen wir gerade hier mit, da, wenn er schon in der Nähe liegt. Bartok ist wieder mit seinem seismischen Schmettern unterwegs, da meint er wahrscheinlich, damit er was Schaden macht, und Flächenschaden. Aber gut, wenn jeder was anderes macht. Ja, ich weiß also gar nicht, was AK spielt. Was spielst du denn, AK? Erzähl mal was von dir. Naja, ist mir schon klar, aber auf was gehst du denn? Also auf was gehe ich? Ich versuche auf den Arkan, auf den Archon-Magier zu gehen. Aha. Chantos Wille. Würde ich auch mal Schaden machen. Kann. Das ist ja auch, glaube ich, ein neues Boy, neues genau. Bild, ne? Hm. Ja, von Magier habe ich keine Ahnung. Ja. Hier ist schon ganz gut aus hier. Ja, wir haben schon über die Hälfte voll. Und natürlich gleich noch Kerker hinzu. Ne? Das ist ja schon ein Volltreffer. Und wir haben noch 2 Minuten. Ja, also, ich gehe nach oben, ihr geht nach unten. Ja. Was haben wir hier für ein Schrein? Leichtfüßigkeit. Natürlich gleich nutzen. Ja, hier rennt die Zeit uns davon. Egal wo der Boss nachher ist, ja, der wird gleich erst als nächster Niederfräser. Natürlich, ich finde natürlich wieder keine Bosse hier, ich finde nur natürlich wieder Trash-Mobs hier. Obwohl ich hier durchrenne wie so ein Hammel. Wie so ein kleines Frettchen hier. Ja. Also wir haben jetzt noch 2 Minuten, ja, hast du gesagt? Ja, 1 Minute 20. Okay. Warum kommt denn bei mir eigentlich keine Bosse? Das ist doch wieder voll für den Arsch hier. Ah, da hast du schon Elite Schaden, ja, und kommt. Oh, ein Boss, ich glaube es nicht. Ja, halt. Natürlich lassen sie einen wieder nicht rein hier in die Buchte. Der nächste Boss hier. Wie viele Sekunden? Ah, ich bin unterwegs. Den Hammel habt ihr? Natürlich komme ich jetzt nicht rein. Ja, der ist auch gleich tot. Ich gehe schon mal zurück, ja. Ich scheiße ja auf die Punkte hier. Oh, Was will? Schnell, Mann, lad doch hin hier, du scheiß Kiste. So. Geschafft. Sehr schön, oh. Na, GZ, wir haben gerade eben die 4 unter 4 Minuten Marke geknackt, ja, bei Qual 9. Ja, ihr könnt, seid jetzt herzlich dabei gewesen, ja, diesen coolen Erfolg freizuschalten, den wir gebraucht haben, um bei Eroberer die Quest zu machen. Genau, hier. Hier ist diese Quest, diese 4-Minuten-Quest, ja, Tore-Schluss, so rum. 4 Minuten vor Torschluss. Ah, genau, 4 Minuten vor Torschuss, so. So heißt diese Quest. Die haben wir jetzt gerade eben erledigt, ja. Ja, das war's auch schon von unserem coolen Let's Play mit Arka und Chris und mir, Zebe. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns noch abonnieren oder eventuell sogar noch im Spiel, ja, noch adden, ja, und eventuell bei uns in die Clan mit reinkommen. Aber nur, wenn ihr wollt, das ist euch selbst überlassen. Ich sag schon mal viel dafür, schon mal, dass ihr hier zugeschaut habt. Dankeschön, gebt mir dann auch einen Daumen hoch und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.